Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal wieder ein etwas anderes Video für euch. Und zwar hatte ich in irgendeinem meiner letzten Videos, ich weiß gerade nicht mehr, welches das war. War es im Stream vielleicht auch? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir da über das Thema Jugendbücher und Dreiecksbeziehungen in Jugendbüchern gesprochen. Und ich hatte gesagt, dass ich kein Fan von so klassischen Dreiecksbeziehungen in Jugendbüchern bin. Und dass mich das eher nervt als alles andere. Und da wurde ich gefragt, ob ich denn nicht mal Jugendbücher vorstellen kann, wo dieses klassische Liebesdreieck nicht drin ist, weil es so einige Leute gibt, die das nervt und die da keinen Bock drauf haben und dieses Hin und Her zwischen den Protagonisten auch immer nicht so cool finden. Ich habe auf jeden Fall jetzt mal mein Bücherregal durchsucht und mal rumgestöbert und mal geguckt, in welcher Geschichte es nicht dieses klassische Liebesdreieck à la Twilight gibt, also Bella, Edward, Jacob, ne? Ihr kennt das alle. Und ich habe ein paar Bücher rausgesucht. Es gibt natürlich noch viele, viele, viele Bücher mehr. Ihr seht das auch hier im Hintergrund, aber ich habe halt wirklich geguckt, dass ich Geschichten habe, wo dieses Liebesdreieck nicht drin vorkommt. So gar nicht drin vorkommt. Also wie bei Legend zum Beispiel, was ihr im Hintergrund seht, da werden viele von euch sagen, da gab es ja dieses klassische Liebesdreieck eigentlich auch nicht. Aber da gibt es ein Liebesdreieck in gewisser Art und Weise und deswegen war die Geschichte für mich, was das betrifft, da raus, weil ich wollte ja Geschichten ohne Liebesdreieck. Ich habe noch ein, zwei Geschichten hier, wo ich sage, ich glaube nicht, dass da noch ein Liebesdreieck vorkommt. Eine davon, da bin ich mir ziemlich sicher, die habe ich jetzt mit rausgelegt. Und eine andere ist zum Beispiel Heartless von Sarah Wolf. Da kommt jetzt der zweite Teil im Mai raus, also der müsste jetzt inzwischen schon erschienen sein. Da weiß ich allerdings nicht, wie diese Reihe sich weiterentwickelt. Im ersten Teil gab es das nicht, aber das hat man ja oft in Reihen, dass es vielleicht aus dem zweiten oder im dritten Teil dann zu so einem Liebesdreieck kommt. Und ja, deswegen habe ich da diese Reihen, die noch nicht abgeschlossen sind, wo ich nicht hundertprozentig sagen kann, auch erstmal rausgelassen und außen vor gelassen. Und ich glaube, es wären auch einfach zu viele Reihen, wenn ich euch jetzt alle zeigen würde. Deswegen habe ich jetzt erstmal die rausgesucht, wo ich sage, dass mir die Bücher sehr, sehr gut gefallen haben, wo ich sage, dass die Geschichte mir sehr gut gefallen hat und wo ich sage, da gibt es definitiv kein Liebesdreieck. Könnt ihr bedenkenlos lesen, wenn ihr solche Geschichten genauso nervig findet. Beginnen wir einfach damit. Ich habe jetzt hier drei Bücher ausgesucht, die alle quasi in verschiedenen Genres sind, aber alle dieses klassische Liebesdreieck nicht haben. Ich finde es sehr, sehr schwer bei High Fantasy Geschichten zu finden, die nicht dieses klassische Liebesdreieck haben. Gerade bei High-Fantasy-Geschichten, finde ich, hat man das oft, wie bei Fire and Frost zum Beispiel, da war das ja dann auch, ne? Da gab es ja dann auch dieses Liebesdreieck. Also das hatte sich zwar relativ schnell wieder aufgelöst, aber es wurde eins aufgemacht und das, ja, ich verstehe halt immer nicht, warum. Gut, fangen wir mit den drei Büchern an, wo ich sage, okay, diese drei, die möchte ich euch unbedingt vorstellen zu diesem Thema. Ich habe hier noch ein paar andere liegen, aber wir gehen auf diese drei mal ein bisschen genauer ein. Das erste Buch, beziehungsweise die erste Reihe, die ich euch zeigen möchte, ist Angel Fall von Susan E. Angel Fall ist eine postapokalyptische Urban Fantasy-Geschichte. In dieser Geschichte geht es darum, dass Engel auf die Erde kommen und die Menschheit vernichten, weil sie den Auftrag von Gott dazu erhalten haben. Und ja, diese Geschichte ist sehr, sehr düster. Ich finde sie aber sehr, sehr packend und ich finde diese Geschichte hat eine der besten Protagonistinnen, wirklich, die ich jemals gelesen habe. Ich liebe... Okay, what was that? Ich liebe Penryn in dieser Geschichte unglaublich. Ich finde, sie ist ein ganz, ganz toller Charakter. Sie ist richtig Kick-Ass. Sie lässt sich von niemandem irgendwie was sagen. Sie setzt sich immer zur Wehr und ja, ich mag sie einfach in ihrer ganzen Art und Weise. Ich weiß, dass viele bei dieser Reihe kritisiert haben, dass die Verläufe von allen drei Teilen wirklich sehr, sehr ähnlich sind und sehr, sehr gleich sind. Und dem muss ich auch zustimmen, aber ich muss sagen, mich persönlich hat es nicht gestört. Also der Verlauf dieser Geschichte in jedem einzelnen Teil ist quasi immer gleich. Also wie gesagt, ich fand es überhaupt nicht schlimm, ich habe es nicht gestört, aber es gab halt einige Leute, die sich darüber aufgeregt haben, dass ja der Ablauf in den einzelnen Büchern immer der gleiche ist. In diesem Buch geht es um Penryn und Penryn ist ein 17-jähriges Mädchen, ich glaube sie war 17, also sie war auf jeden Fall noch ein Teenager, kann auch sein, dass sie 19 gewesen ist, ist ja auch völlig wurscht. Auf jeden Fall geht es in diesem Buch um Penryn und zu Beginn der Geschichte wird die Schwester von Penryn von den Engeln, die ja auf die Erde gekommen sind und die Apokalypse quasi verursacht haben, ja, von diesen Engeln wird die kleine Schwester von Penryn entführt. Und Penryn beschließt aber jetzt nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern sie beschließt zu kämpfen
Und sie wird alles dafür tun, um ihre Schwester zu finden und um sie zu retten. Und auf dieser Suche bekommt Penryn unerwartete Hilfe von einem Engel. Und ja, was Penryn und dieser Engel dann alles erleben und ob sie die Schwester von Penryn finden und was noch alles passiert, das ist es im Endeffekt, worum es in dieser Geschichte geht. Ich kann nur sagen, dass ich finde, dass sich die Geschichte sehr, sehr gut entwickelt. Jetzt nicht nur, was die Suche nach der Schwester von Penryn betrifft, sondern auch, was Raffe betrifft. Also Raffe ist der Erzengel Raphael, das kann ich euch ja schon mal sagen. Und es ist auch wirklich cool zu sehen, wie sich diese ganze Welt von den Engeln entwickelt, was da alles für Intrigen auch offenbart werden und was da noch alles Großes dahinter steckt, was diese Engel betrifft. Und ja, ich fand die Geschichte, wie gesagt, wirklich richtig, richtig toll. Ich habe die sehr, sehr gefeiert damals, als ich die gelesen habe. Ich freue mich auch, wenn ich diese Bücher irgendwann nochmal lesen kann. Und ja, da wir uns hier in einer postapokalyptischen Szenerie befinden, bleibt keine Zeit für ein Liebesdreieck. Und es geht in diesem Buch, wie gesagt, wirklich erstmal im ersten Teil vornehmend um die Suche nach der kleinen Schwester von Penryn und halt um die Beziehung zwischen Raffe und ihr. Und ja, wie sich das dann halt alles so entwickelt. Aber ein anderer Love Interest für Penryn tritt hier, wenn ich mich recht erinnere, nicht auf den Plan. Also ich kann auch jetzt bei diesen Büchern immer nur davon sprechen, wie sehr ich mich erinnere. Es kann auch sein, dass ich das bei einem Buch total vergessen habe, dass es da vielleicht noch irgendwie eine Andeutung von einem Liebesdreieck gab, ne? Also ich bin ja nicht unfehlbar, um Gottes Willen. Ich mache ja auch meine Fehler und ich kann mich auch nicht immer an alles erinnern. Aber soweit, wie es mir mein Gedächtnis quasi sagt, kann ich euch das hier erzählen. Und ja, ich glaube nicht, dass hier ein Liebesdreieck drin vorgekommen ist. Und ich finde diese Bücher ganz, ganz toll. Und deswegen Angel Fall, ein Buch mit einer Geschichte ohne Liebesdreieck. Die zweite Reihe, die ich euch vorstellen möchte, ist eine Science-Fiction-Märchen-Adaption. Also die komplette Reihe besteht in jedem Teil aus einer anderen Adaption eines bestimmten Märchens. Und wir beginnen die Geschichte mit Cinderella. Und ja, dieses Buch heißt Wie Monde so silbern und ist der erste Teil der Luna-Chroniken von Marissa Meyer. Und ich liebe, liebe, liebe diese Reihe wirklich sehr. Ich habe die Bücher damals wirklich gelesen, weil ich fand, dass das sich wirklich sehr, sehr interessant angehört hat. Und ich liebe Märchenadaptionen. Ich finde das richtig cool, wenn man Bücher schreibt und da irgendwie Märchen drin wiederentdeckt. Und ich finde, Marissa Meyer hat es bei dieser Reihe wirklich ganz, ganz toll gemacht. Bei jedem einzelnen Teil erkennt man das einzelne Märchen auch wieder. Ich liebe, liebe, liebe diese Reihe. Es geht in dieser Reihe auch in jedem Teil um ein anderes Pairing. Also wir haben im ersten Teil vornehmlich die Geschichte von Cinder und Kai. Die ist aber in diesem Buch noch nicht zu Ende. Die streckt sich über alle vier Teile, weil das quasi unsere Hauptgeschichte ist. Aber wir lernen mit jedem Teil ein neues Pärchen kennen, was auch noch damit reinspielt und ja, was seine eigene Geschichte auch noch bekommt. Und am Ende fügt sich halt alles zu einem großen ganzen Bild. Und ich finde einfach, Marissa Meyer hat es ganz, ganz toll gemacht. Und ich ja, liebe, liebe, liebe die Luna-Chroniken von ihr einfach sehr und kann euch diese auch immer wieder nur empfehlen. Und ja, das ist definitiv eine Reihe, die komplett ohne Liebesdreiecke auskommt. Es geht um den Prinzen, um Kai und natürlich hat Kai auch andere Verehrerinnen und alles, aber es ist jetzt kein Thema in diesen Büchern, dass man sagt, okay, wir haben hier Cinder und Kai und dann spielt noch irgendein großer anderer Charakter hier eine gewisse Rolle und versucht die beiden auseinanderzubringen oder Cinder ist sich dann nicht mehr sicher, ob sie vielleicht nicht doch wen anders will oder so. Ich kann mich hier nicht dran erinnern, dass hier sowas in dieser Reihe drin vorgekommen wäre. Ich kann mich, wie gesagt, auch irgendwie, ich kann immer nur davon sprechen, wie ich mich erinnern kann. Auf jeden Fall geht es im ersten Teil um Cinder und um Kai. Im zweiten geht es dann um Scarlet und Wolf und das ist auch mein Lieblingsteil aus der Reihe, das muss ich an dieser Stelle einfach einmal sagen. Der zweite Teil ist wie Blut so rot, wartet, das ist das Schätzchen hier und ja, wie gesagt, das ist mein absoluter Lieblingsteil von der Reihe. Ich liebe die Geschichte von Scarlet, die ist unser Rotkäppchen, und von Wolf und ich finde, wie gesagt, Marissa Meyer hat diese Märchen hier ganz, ganz toll verpackt. Sie hat diese Märchen in ein Science-Fiction-Setting gepackt. Wir befinden uns hier in einer fernen, fernen Zukunft, im Jahre 2200 irgendwas. Und ja, es gibt in dieser Welt Bewohner auf dem Mond, die Lunarier. Deswegen sind es auch die Luna-Chroniken. Ich muss sagen, ich finde den Ansatz in dieser Geschichte richtig toll. Ich finde diese Technik, die es in dieser Welt gibt, richtig toll. Und ich liebe ja sowieso Science-Fiction-Geschichten sehr. Und deswegen, ja, ich liebe die Luna-Chroniken von Marissa Meyer einfach. Und
Ich erkläre euch jetzt erstmal, worum es hier im ersten Teil geht, damit ihr eine grobe Ahnung bekommt, was da eigentlich los ist. Im ersten Teil der Luna-Chroniken lernen wir unsere Protagonistin Cinder kennen. Und Cinder ist kein normales Mädchen, sondern sie ist ein Cyborg. Das heißt, sie hat bestimmte Teile ihres Körpers, die sind nicht mehr menschlich, sondern die sind mit technischen Teilen quasi ausgetauscht worden. Das führt bei ihr in ihrer Familie immer wieder zu großen Problemen, denn Cinder lebt bei ihrer Stiefmutter und ihren beiden Stiefschwestern, die sie so nicht wirklich akzeptieren können. Sie mögen Cinder nicht, sie wollen Cinder eigentlich nicht haben, aber sie haben sie jetzt halt nun mal an der Backe und müssen irgendwie gucken, dass sie mit ihr klarkommen. Und ja, Cinder ist eine sehr, sehr begabte Mechanikerin und daher bietet sie ihre Reparaturdienste auf dem Markt an. Und sie repariert Bots und Roboter und alle möglichen Geräte, so Pots, also sowas wie iPads und sowas. Und ja, sie macht ihren Job sehr, sehr gut, verdient damit auch das Geld für die Familie. Und ja, eines Tages ist es so, dass Prinz Kaito, also Prinz Kai, an ihren Marktstadt kommt und sie soll für ihn einen Androiden reparieren. Und sie weiß nicht, warum er jetzt ausgerechnet zu ihr kommt. Sie weiß nicht, was es mit diesem Androiden auf sich hat, denn er macht da ein sehr, sehr großes Geheimnis drum und er sagt ihr, dass das sehr, sehr wichtig ist, dass dieser Android repariert wird. Denn es ist so, dass Prinz Kai diesen Androiden braucht, denn die Königin von Luna hat sich angekündigt, also die Königin vom Mond quasi, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt, auf jeden Fall hat sie sich angekündigt und hat jetzt vor, den Prinzen zu heiraten. Und Kai versucht da irgendwie noch seinen Kopf aus der Schlinge zu kommen und wie gesagt, dieser Roboter hat prägnante Informationen, er funktioniert jetzt aber nicht mehr und deswegen soll Cinder diesen reparieren. Und ob ihr das gelingt und was da drumherum alles noch passiert, ja, das ist es im Endeffekt, worum es in dieser Geschichte geht. Ich kann nur noch mal vorlesen. Hier hinten steht, die Ereignisse überschlagen sich, bis sie während des großen Balls, auf den Cinder sich einschmuggelt, ihren Höhepunkt finden. Und dieses Mal wird Cinder mehr verlieren als ihren Schuh. Und dem kann man wirklich nur so zustimmen, denn das Ende vom ersten Teil hat echt einen fiesen Cliffhanger und ich habe mir damals so gedacht, so, nein, verdammte Kacke. Und dann kauft man sich den zweiten Teil und denkt sich, juhu, man liest die Geschichte endlich weiter. Und dann denkt man sich so, wer ist Scarlett? Und denkt so, was ist jetzt passiert mit der Geschichte? Und dann merkt man, ah, im zweiten Teil kommt noch ein weiteres Pairing dazu und im dritten noch ein drittes Pairing und im vierten noch ein viertes und trotzdem fügt sich dann am Ende alles zusammen. Und ja, ich, wie gesagt, liebe die Luna-Chroniken von Marissa Meyer. Ich finde, es ist eine ganz, ganz tolle Welt. Es ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ich liebe das Ende wirklich von den Luna-Chroniken. Der vierte Teil, das Ende, wie alles ausgeht, wo sich jeder an diesem Punkt in der Geschichte jeweils befindet. Das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Das ist wirklich für mich ein perfektes Ende dieser Reihe gewesen. Generell so ein perfektes Ende zu finden für eine Reihe ist immer schwierig. Ich finde, Marissa Meyer hat diese Gratwanderung bei dieser Reihe wirklich sehr gut hingekriegt und sehr gut umgesetzt. Ich bin mit dem Ende rundum zufrieden. Ich bin sehr, sehr glücklich aus dieser Reihe gegangen. Und ich kann euch die Luna-Chroniken von Marissa Meyer wirklich nur empfehlen. Wenn ihr vielleicht euch auch noch nie an das Science-Fiction-Genre irgendwie rangetraut habt, wenn ihr sagt, boah, ich weiß nicht, ob das was für mich ist, dann kann ich euch empfehlen, mit dem Buch vielleicht auch mal anzufangen und einfach mal reinzuschnuppern, weil aufgrund dieser Märchenadaption, die wir hier ja haben, ist es vielleicht gar nicht so schwer, sich dann da einzufinden. Ich finde, viele haben bei Science Fiction, wenn ich das immer so mitkriege, auch so von Erzählungen her, haben halt immer das Problem, sich diese Zukunftsvision vorzustellen. Aber so schwer ist das gar nicht. Man muss nur sich im Kopf irgendwie einen Vergleich ziehen zu Dingen, die es schon gibt. Und schon ist das eigentlich alles relativ easy, auch von der Vorstellung her. Und ja, deswegen schaut euch die Luna-Chroniken von Marissa Meyer an. Ich liebe, liebe, liebe diese Reihe. Und es ist definitiv eine Reihe ohne Liebesdreiecke. Woohoo! Das dritte und letzte Buch, was ich euch zeigen möchte, ist eine High-Fantasy-Geschichte. Und zwar ist das Iskari, die gefangene Königin von Kristen Ciccarelli. Ich habe keine Ahnung, wie man diesen Namen ausspricht. Ich weiß es nicht. Und ja, viele, die Iskari kennen, werden sagen, aber schon ist irgendwie da ein Liebesdreieck doch irgendwie drin, weil Raw ist ja eigentlich einem anderen versprochen und sie möchte ja eigentlich diesen anderen auch heiraten und dann kommt ja Dex und dann wird sie Dex zugesprochen und da hat sie eigentlich überhaupt keinen Bock drauf, aber um ihr Volk zu retten, tut sie das dann doch. Und ja, man könnte jetzt sagen, dass das vom Ansatz her in gewisser Art und Weise schon ein bisschen was von einem Liebesdreieck hat, aber es geht in dieser Geschichte nicht um die Beziehung zwischen Raw und diesem anderen Typen, dem sie ursprünglich versprochen war. Der taucht dann irgendwann nochmal auf in der Geschichte, aber das spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Also die Beziehung der beiden spielt, wenn ich mich richtig erinnere, in diesem Buch keine Rolle. Und es geht wirklich in diesem Buch um die Beziehung zwischen Raw und Dex. Und das steht im Vordergrund. Und wie gesagt, dieser andere Typ,
ja, da wird mal mit eingeworfen, wo die beiden streiten und so, und dann werden mal ein paar Vorhaltungen gemacht, aber das ist in jeder Beziehung so, wenn irgendwo auch ein Ex-Freund ist, ne, dass man mal auf den Tisch kam, ne, mit dem Ex-Freund, bla. Und ja, deswegen ist das halt hier auch so in der Kategorie für mich. Und wir haben hier kein klassisches Liebesdreieck. Ich würde euch mal hier den Klappentext vorlesen, dass ihr ein besseres Bild bekommt. Ich kriege das aus meinem Kopf nicht mehr hin. Zum einen, da es der zweite Teil dieser Reihe ist und ich euch nicht versehentlich irgendwie spoilern möchte. Und ja, ich glaube, beim ersten Teil war auch kein Liebesdreieck drin. Bei Iskari. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ich kann mich an den ersten Teil nicht mehr so genau erinnern, weil das viel zu lange her ist, dass ich den gelesen habe. Aber ich glaube, beim ersten Teil war auch kein Liebesdreieck drin. Im ersten Teil geht es ja um Ascha und um den Sklaven. Ich habe seinen Namen vergessen. Und ich glaube, auch Ascha war einem anderen Mann versprochen. Aber ich glaube, da haben wir auch nicht dieses typische Liebesdreieck. Also den ersten Teil von Iskari könnt ihr euch auf jeden Fall angucken. Ich lese euch jetzt mal den Klappentext vom zweiten durch. Ohne Raws Mut und Klugheit und ihre Krieger aus dem Buschland hätte Dex, der Erbe des Drachenthrons, seinen grausamen Vater nie stürzen können. Um endgültig Frieden zwischen den Völkern zu stiften, heiraten die beiden. Obwohl Raw einem anderen versprochen war und Dex scheinbar hinter allen Mädchen her ist. Bereits auf dem gefährlichen Weg in die Hauptstadt Fyrgard kommt es zum ersten Streit zwischen den beiden. Und auch von außen drohen Gefahren. Der junge König muss um das Leben seiner Schwester Ascha kämpfen und Feinde am Hof nehmen augenblicklich die fremde neue Königin ins Visier. Sie kennen dank Raws früherem Verlobten ihre Schwachstelle. Ihre Zwillingsschwester Essie, deren Seele seit ihrem Tod in einem weißen Falken gefangen ist, der Raw überall hin begleitet. Gerade als sich Raw Dex öffnet und sich in den charmanten Jungen mit den dunklen Locken verliebt, erhält sie ein ebenso unwiderstehliches wie gefährliches Angebot. Wenn sie den jungen Drachenkönig tötet, kehrt Essie in ihr Leben zurück. Und ja, ich finde, das ist eine, wie gesagt, sehr, sehr coole Geschichte. Die hat mich sofort gefesselt, die hat mich in ihren Mann gezogen. Ich fand die Liebesgeschichte zwischen Raw und Dex wirklich ganz, ganz toll. Mir hat sie unglaublich gut gefallen. Und ja, ich kann euch Iskari, die gefangene Königin, wie auch den ersten Teil, Sekunde. Der erste Teil ist Iskari, der Sturm naht, das ist der hier. Die beiden Teile kann ich euch wirklich nur empfehlen. Wie gesagt, der dritte Teil wird leider nicht mehr übersetzt, aber man kann die ersten beiden Teile trotzdem getrost lesen. Da zwar eine große Hintergrundgeschichte besteht, aber man für das Pairing, auf jeden Fall für die Liebesgeschichte, jeweils einen abgeschlossenen Teil hat. Und das lässt mich relativ zufrieden aus den Büchern rausgehen. Ich bin nicht so frustriert wie bei anderen Reihen, wenn die nicht weiter übersetzt werden. Deswegen kann ich euch diese Bücher einfach empfehlen. Ich finde sie ganz, ganz toll. Schaut sie euch unbedingt an. Und wie gesagt, Iskari, die gefangene Königin, hat mir ultra gut gefallen. Ich liebe, liebe, liebe dieses Buch. Und ja, kann es euch, was das betrifft, wirklich nur ans Herz legen. Wie immer habe ich das Problem mit dem Licht. Es ist heute wieder ein sehr bewölkter, regnerischer Tag. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Wolken, aber trotzdem drückt sich die Sonne manchmal durch, weswegen ich hier wieder Lichtschwankungen habe. Ja, ich kriege das aber halt auch immer nicht rausgefiltert. Selbst mit Softbox habe ich trotzdem diese Schwankungen. Deswegen sorry an dieser Stelle für das Licht. Das waren die drei Bücher bzw. Reihen, die ich euch mal ein bisschen näher noch vorstellen wollte, falls ihr sie nicht kennt, weil ich sie wirklich sehr, sehr liebe und ich diese Bücher wirklich sehr, sehr feiere. Ich habe jetzt noch ein paar andere Bücher für euch, wo ich jetzt aber nicht nochmal so detailliert drauf eingehen werde, die ich euch trotzdem zeigen möchte, weil auch diese Bücher nicht dieses klassische Liebesdreieck haben und ich finde, dass diese Bücher auf jeden Fall lesenswert sind und ich euch die wirklich nur empfehlen kann und euch ans Herz legen kann. Und deswegen machen wir jetzt nochmal im Schnelldurchlauf die anderen Bücher, die ich euch zu diesem Thema wirklich empfehlen kann. Ich habe bei den anderen Büchern jetzt versucht, die so ein bisschen nach Genre zu sortieren und wir fangen mal mit den High-Fantasy-Büchern an. Und zwar haben wir hier zum einen noch Das Herz der Kämpferin von Adrienne Young. Das ist eine richtig coole, coole Geschichte mit so ein bisschen so einem Wikinger-Setting und so einem Wikinger-Ansatz. Ich fand die Geschichte damals richtig toll. Ist auch der erste Teil einer Reihe. Die weiteren Teile sind leider auch nicht übersetzt worden. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob da überhaupt noch ein Teil schon erschienen ist zu der Reihe. Aber es sollte wohl auch ein erster Teil einer Reihe sein. Aber diese Geschichte ist in sich abgeschlossen. Das heißt, man kann dieses Buch getrost lesen, auch wenn da nichts mehr kommt. Das ist eine fertige Geschichte. Und ja, dieses Buch ist nicht sehr dick und das Buch hat mir echt gezeigt, dass Fantasy-Bücher nicht immer 600 Seiten lang sein müssen, um eine grandiose Geschichte zu erzählen. Deswegen kann ich euch das hier auch wirklich nur empfehlen. Dann habe ich noch rausgesucht Bird und Sword oder Bird und Sword oder was auch immer. Vogel und Schwert von Amy Harmon. Ihr wisst, ich habe mit diesem Sword meine Ausspracheprobleme. Auf jeden Fall, ja, das Buch habe ich mal noch rausgesucht. Das ist auch eine Geschichte ohne ein Liebesdreieck. Und ja, auch die fand ich ganz, ganz toll. Und auch hier der zweite Teil ist mega gut. Das ist Queen and Blood. Und der hat mir sogar noch ein bisschen besser gefallen wie der erste. Aber ja, wie gesagt, diese Reihe kann ich euch, was das betrifft, auch wirklich empfehlen. Richtig coole Fantasy-Geschichten auch so. Ich glaube, empfohlen eher so ab 14, 16. Die sind schon ein bisschen für Ältere gedacht gewesen, auf jeden Fall. Dann habe ich noch rausgesucht
Das Lied der Krähen von Leigh Bardugo, auch diese ist empfohlen ab 16, glaube ich, diese Geschichte. Und hier haben wir nicht wirklich diese klassischen Liebesgeschichten drin. Also die Liebesgeschichten, die es hier gibt, stehen definitiv nicht im Vordergrund. Die spielen nur so am Rande eine Rolle. Das Augenmerk liegt hier wirklich auf dem Storytelling, auf den Charakteren. Es gibt trotzdem Liebesgeschichten drin in dieser Reihe und das einige. Es gibt verschiedene Pairings auch in dieser Reihe und ich liebe das Lied der Krähen. Und das ist eine Geschichte, die man sich auf jeden Fall angucken sollte, wenn man gerne High-Fantasy-Geschichten liest. Deswegen das Lied der Krähen, definitive Empfehlung, wenn ihr sowas ohne Liebesdreieck lesen wollt. Auch wenn halt da nicht wirklich eine Liebesgeschichte drin vorkommt, aber ihr wisst, was ich meine. Und zu guter Letzt habe ich hier noch die Fuchsgeschichte von der lieben Niki Kiso. Das ist eine Jugend-High-Fantasy-Geschichte auch. Und auch in dieser Geschichte gibt es bis jetzt zumindest kein Liebesdreieck. Und ich glaube auch nicht, dass die Niki hier noch ein Liebesdreieck einbauen wird. Deswegen kann ich euch auch hier, was das betrifft, die Fuchsgeschichte von der lieben Niki auch wirklich nur empfehlen. Ich liebe ja die Fuchsgeschichte, ich finde sie ganz, ganz toll und ich finde den Ansatz in diese High-Fantasy-Welt ja auch toll, weil das mal so ein bisschen was anderes ist am Anfang und ja, kann euch deswegen die Fuchsreihe von Niki auch wirklich, was das Thema betrifft, nur empfehlen. Und ja, das waren die High-Fantasy-Bücher zu dem Thema, keine Dreiecksbeziehungen. Die nächsten drei Bücher sind so ein bisschen aus dem Science-Fiction-Dystopie-Bereich und ja, zum einen habe ich euch rausgesucht Die Bestimmung von Veronica Roth. Wir alle wissen, dass der dritte Teil der Bestimmung nicht gut ist. Aber ich finde trotzdem den ersten Teil von der Bestimmung bis heute genial. Ich liebe, liebe, liebe den ersten Teil. Ich fand den zweiten auch noch okay, der dritte war Müll. Aber wer wirklich eine richtig tolle Dystopie mal lesen möchte, wo die Geschichte richtig gut anfängt, der sollte sich die Bestimmung auf jeden Fall angucken. Ich wollte das Buch einfach an dieser Stelle mal wieder in den Raum werfen, denn es gibt diese Geschichte ja noch. Und wie gesagt, nur weil der dritte Teil und das Ende halt so kacke waren, heißt es ja nicht, dass die ganze Geschichte schlecht ist. Und wie gesagt, ich mochte den ersten Teil unglaublich gerne. Und auch hier haben wir kein klassisches Liebesdreieck in dieser Geschichte. Und ja, deswegen wollte ich die Bestimmung an dieser Stelle einfach mal mit in den Raum schmeißen. Denn wie gesagt, es gibt diese Geschichte ja noch. Und wie gesagt, ich fand den ersten Teil genial. Und den zweiten, den fand ich noch okay. Und der dritte, naja, reden wir nicht über den dritten Teil. Den gibt es für mich nicht, den dritten Teil. Der existiert einfach nicht in meinem Kopf bei der Bestimmung. Punkt. Ja, dann habe ich noch rausgesucht Die Nachtsonne von der lieben Laura Newman. Ich kann mich nicht erinnern, dass es hier ein Liebesdreieck gegeben hat. Ich habe jetzt eben noch mal so drüber nachgedacht, aber nein, es gab hier kein Liebesdreieck, wenn ich mich recht entsinne. Die Nachtsonne ist auch eine meiner ersten Dystopien, die ich damals mitgelesen habe, 2014. Und ich liebe diese Reihe auch immer noch sehr. Ich kann sie euch wirklich nur empfehlen. Es ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und ja, wie gesagt, es ist auch Science-Fiction und dystopisch. Und ich liebe, liebe, liebe es einfach sehr. Und kann euch Die Nachtsonne von der lieben Laura wirklich ans Herz legen. Und wie gesagt, wenn ich mich richtig entsinne, gibt es auch hier kein Liebesdreieck. Und last but not least Size von Neil Schusterman. Ich würde dieses Buch so ein bisschen in die Richtung Science-Fiction, Dystopie, Utopie, ich kann dieses Genre für dieses Buch nicht genau benennen, das ist Science-Fiction. Ja, auf jeden Fall würde ich euch Size auch noch empfehlen. Das ist auch eine Geschichte ohne klassisches Liebesdreieck. Es ist eine Geschichte, wo die Liebesgeschichte auch nicht im Vordergrund steht, wo sie auch nicht sehr präsent ist, sondern eher so am Rande mit drin vorkommt, aber sie ist da. Ich liebe Size über alles. Ich finde die Welt einfach sehr, sehr gut. Ich finde das Ende sehr, sehr gut. Ich muss sagen, der dritte und letzte Teil war ein bisschen anstrengend beim Lesen, weil es sehr, sehr viele Handlungsstränge gab, die am Ende dann auf einen großen Strang hinausgelaufen sind. Und ich finde, das hat Neil Schusterman einfach großartig gemacht. Ich fand das Ende richtig gut. Ich habe es sehr, sehr gefeiert und ja, ich kann euch Size, was das betrifft, auch wirklich nur empfehlen. Es ist eine ganz, ganz tolle Reihe. Schaut sie euch auf jeden Fall an. Definitive Leseempfehlung. Und zu guter Letzt noch drei Bücher aus dem Bereich Science-Fiction, Postapokalypse, ja, so ein bisschen. Also die haben alle so ein apokalyptisches Setting auch. Die Apokalypse gehört ja immer so ein bisschen mit zum Science-Fiction-Genre. Deswegen ja, würde ich das alles so da einordnen. Und zwar beginnen wir mit der Reihe, die noch nicht beendet ist. Aber ich gehe einfach von aus, dass die Autorin hier kein Liebesdreieck in irgendeiner Art und Weise einbauen wird, weil ich das ihr einfach nicht zusprechen würde. Ich glaube, sie hat dafür zu viele kreative Ideen und Lösungen, als dass sie da so ein olles Liebesdreieck einbauen muss. Ich hoffe, ich verbrenne mir jetzt nicht den Mund. Also falls es im zweiten und dritten Teil ein Liebesdreieck gibt, dann sorry for that, dann habe ich mich echt geirrt. Aber ich schätze die Autorin nicht so ein. Und zwar Neon Birds von Marie Krassoff. Und ich verfolge Marie auf Instagram und
gucke, was sie da so treibt. Und ja, ich würde sie nicht als Autorin einschätzen, die jetzt so ein klassisches Liebesdreieck hier noch einbauen würde in die Geschichte. Zumal wir hier auch mehrere Hauptcharaktere haben. Also wir haben in diesem Buch nicht den einen Protagonisten oder die eine Protagonistin, sondern wir haben mehrere. Und deswegen denke ich nicht, dass da irgendwie es noch in irgendeiner Art und Weise zu so einem Liebesdreieck-Konstellationsding kommen wird. Und ja, ich kann euch Nierenwurz auf jeden Fall nur ans Herz legen. Das ist eine richtig, richtig coole Geschichte. Der zweite Teil, Cybertrips, kommt jetzt Ende Mai und den werde ich mir auf jeden Fall holen und mit der Tina auch wieder zusammen lesen. Und ja, ich kann euch Nierenwurz, was das betrifft, auf jeden Fall wirklich nur empfehlen. Schaut euch das Buch an. Mega, mega gut. Hat mir unglaublich gut gefallen und ja, hat sich super auch lesen lassen. Dieses Buch hat so auch so seine ruhigeren Stellen, aber das ist alles okay. Also dieses Buch ist echt... Oh, es hat mir so gut gefallen. Ich freue mich auf den zweiten Teil. Was soll ich dazu noch sagen? Dann habe ich noch Cat und Cole von Emily Zeveda. Das ist der erste Teil, die letzte Generation. Und auch in diesem Buch gibt es kein Liebesdreieck. Es gibt auch im zweiten Teil kein Liebesdreieck. Also da wird auch keins aufgemacht. Und deswegen gehe ich auch einfach mal davon aus, dass es dann im dritten Teil kein Liebesdreieck geben wird. Wobei ich nicht weiß, wann der dritte Teil erscheint und wie es dann weitergeht. Oh mein Gott, das Ende vom zweiten Teil war so krass. Es war so krass und ich hoffe, dass der dritte Teil übersetzt wird. Weil wenn nicht, dann schmeiße ich die Bücher wirklich aus dem Fenster. Ohne Scheiß, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Kack, dass die rein nicht mehr übersetzt werden. So, auf jeden Fall gibt es bei Cat und Cole auch kein Liebesdreieck. Bisher, wie gesagt, der dritte Teil ist noch nicht erschienen, wenn er rauskommt. Ich gehe jetzt aber nicht von aus, dass da die Autorin noch ein Liebesdreieck aufmachen wird im dritten Teil, weil dafür haben die Charaktere eigentlich echt andere Probleme, die sie irgendwie lösen müssen. Und bei Cat und Cole ist die Liebesgeschichte schon wichtig, denn es geht ja um Cat und um Cole. Aber im zweiten Teil zum Beispiel war sie jetzt auch nicht so ultra präsent, dass man jetzt sagt, so es ist das reinste Angeschmachte zwischen den beiden oder so, sondern die Geschichte ist da schon wichtiger als die Liebesgeschichte und das hat mir sehr gut gefallen. Ich finde Cat und Cole einfach richtig genial. In dieser Geschichte gibt es einen Zombie-Virus und dieser Zombie-Virus funktioniert umgekehrt. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe. Ich weiß nicht, wie oft ich euch dieses Buch schon empfohlen habe. Ich hoffe, ihr habt inzwischen alle Cat und Cole gelesen, denn es ist eine richtig coole Geschichte und ihr verpasst echt was, wenn ihr das hier nicht gelesen habt. Ich kann euch das wirklich, wirklich nur empfehlen und ja, schaut euch Cat und Cole auf jeden Fall an. I love it! Und das letzte Buch, was ich euch zeigen möchte, ist Another Day in Paradise von Laura Newman. Das ist der erste Teil einer Dilogie und wenn ich mich recht erinnere, gibt es im ersten wie im zweiten Teil kein Liebesdreieck. Und ja, ich fand diese Geschichte damals unglaublich gut, mir hat sie sehr, sehr gut gefallen. Auch der zweite Teil hat mir ultra gut gefallen. Ich muss die Bücher echt irgendwann mal wieder rereaden. Ich muss auch die Nachtsonne von Laura irgendwann mal wieder rereaden. Ich muss so viele Bücher nochmal lesen, die ich eigentlich schon längst nochmal lesen wollte, aber es muss der Sub runter und dann widme ich mich dem Projekt nochmal lesen. Aber aus der Sub weg. So halbwegs zumindest. Ja, also Another Day in Paradise von Laura ist eine Jugendzombie-Geschichte. Also dieses Buch befasst sich wirklich mit der Thematik Zombie-Ausbruch, Zombie-Apokalypse und wir haben hier unsere Charaktere, die sich mitten in diesem Zombie-Ausbruch befinden und versuchen zu überleben. Es ist ein Jugendbuch, das heißt, es ist nicht eklig, es wird nicht beschrieben, wie irgendwelche Körperteile abgerissen werden oder sowas. Also wenn ihr da ein bisschen empfindlich seid, könnt ihr das trotzdem lesen. Und ja, mich hat das Buch sehr, sehr gut damals unterhalten. Ich habe es sehr gefeiert, sehr gemocht. Ich mag es auch jetzt noch. Wie gesagt, ich freue mich drauf, es irgendwann nochmal zu lesen und kann euch daher Adib, wie es abgekürzt wird, also Another Day in Paradise, wie auch den zweiten Teil von Adib, Anyone Dies in Paradise, wirklich nur empfehlen. Und ja, schaut euch die Bücher von der lieben Laura auf jeden Fall mal an. Ich liebe ihre Bücher und ja, kann euch das auf jeden Fall nur empfehlen. Das waren jetzt die Bücher, wo ich sage, da gibt es für mich kein klassisches Liebesdreieck. Wie gesagt, soweit ich mich noch dran erinnern kann. Es kann sein, dass ich es vielleicht bei dem einen oder anderen Buch auch einfach vergessen habe, weil es teilweise 5, 6 Jahre her ist, dass ich diese Bücher gelesen habe. Dann korrigiert mich gerne in den Kommentaren, dann tut es mir wirklich sehr, sehr leid, falls ich mich da irgendwie irre. Aber das sind auf jeden Fall Bücher, wo das Liebesdreieck nicht so vordergründig ist. Also sonst würde ich mich da auch dran erinnern können. So wie bei Twilight oder so, ne? Dieses Drama mit Edward und Jacob. Wir werden es alle nie vergessen. Und ja, deswegen könnt ihr diese Bücher, die ich euch jetzt gezeigt habe, getrost alle sehr, sehr gerne lesen. Ich habe noch eine Liste mit anderen Büchern. Warte, die kann ich mal kurz holen. Ich habe hier einen Zettel, wo ich alle Reihen aufgeschrieben hatte, wo kein klassisches Liebesdreieck drin ist. Die konnte ich euch jetzt aber nicht alle zeigen. Und zwar steht hier noch drauf Renegades von Marissa Meyer, Cinder und Ella, Ewig Dein von Janet Clark, Constellation von Claudia Gray, Diabolik von S.J. Kincaid, Rubinrot von Kerstin Gier, Monsters of Verity von Victoria Schwab,
Obsidian von Jennifer Armentrout. Da wird im zweiten Teil so ein bisschen was aufgemacht, was in die Richtung gehen soll, um ein bisschen mehr Spannung reinzubringen. Das wird aber sehr schnell wieder abgehandelt, deswegen zählt das für mich nicht. Ja, also Obsidian auf jeden Fall, Jonah noch von der lieben Laura, Coherent von der lieben Laura. Das sind auch Jugendbücher ohne klassisches Liebesdreieck. Das Juwel von Amy Ewing hat auch nicht dieses klassische Liebesdreieck. Genauso wie Feuer und Flut und Salz und Stein von, Victoria Scott, bevor ich den falschen Namen sage. Und ja, Black Blade von Jennifer Istep hat auch kein klassisches Liebesdreieck. Das sind jetzt die Reihen, die ich euch jetzt nicht noch gezeigt habe, sonst würde dieses Video stundenlang werden. Dann haben wir, wie gesagt, noch Heartless von Sarah Wolf, wo der zweite Teil jetzt erscheint, wo ich nicht sagen kann, ob da noch ein Liebesdreieck in die Geschichte integriert wird. Im ersten Teil gab es das nicht, deswegen, aber da kann ich halt nicht für die ganze Reihe sprechen. Ja, aber das sind, glaube ich, genug Bücher, die ihr erstmal lesen könnt, wo kein klassisches Liebesdreieck und dieses Drama um dieses Liebesdreieck drin vorkommt. Und ja, vielleicht hat euch das Video ein bisschen geholfen und ja, wenn ich mich geirrt habe, wie gesagt, tut es mir sehr, sehr leid. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr sagt, hey, in der Reihe, da gab es doch noch diesen einen Charakter. Hast du das vergessen? Verdammt, da gab es doch sowas wie ein Liebesdreieck. Schreibt es gerne für mich und alle anderen in die Kommentare. Seid nett dabei. Wie gesagt, ich bin auch nur ein Mensch. Ich kann mich auch mal irren. Ich habe nicht alles im Kopf. Und ja. Mehr gibt es an dieser Stelle nicht zu sagen. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche und ja, ich habe es auf dem Schirm mit dem Nalini Singh Video. Also ich hatte ja gefragt, ob ich bei Nalini Singh mal ein Video zur Gestaltenwandlerreihe machen soll. Und ich habe sehr, sehr viel positives Feedback zu dieser Frage bekommen und sehr viel, ja, bitte mach mal. Ich habe es auf dem Schirm, ich weiß nur noch nicht, wie ich dieses Video angehen möchte, weil dann möchte ich das auch ordentlich machen, soweit wie es mir geht. Ich bin ein bisschen chaotisch, ihr wisst. Und ja, aber ich habe es auf dem Schirm, dass es dazu noch ein Video geben soll. Und ja, das war es jetzt erstmal an dieser Stelle von mir. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.